So, dann gehen wir mal gleich Munition kaufen. Sehr schön. Zack. Verkaufen. Ich glaube, da haben wir nichts. Stimmt, wir brauchen noch immer ein Honigdachsfell. Verdammt. Alles klar, dann machen wir das jetzt noch kurz. Dann suchen wir uns jetzt kurz. Hier sind Honigdachse. Da muss ich halt kurz hinfahren. Aber hier finde ich das letzte Stück Fell und dann könnte ich auch diese Tasche endlich bauen. Perfekt. Das machen wir. Und auf dem Weg dorthin können wir vielleicht auch noch eine Nebenmission machen oder so, wenn hier irgendwas ist in dem Dorf. Yo, was geht, Brüder und Schwestern? Ich glaube, ich nehme das Auto hier. Steigen wir gleich mal ein. Und Robbie Ray Runner könnte uns ja wieder hier ein wenig begeistern. Als würde Chabal den Beliebtheitswettbewerb beim Goldenen Pfad gewinnen. Ich bin ehrlich überrascht, das zu hören. Wisst ihr, ich dachte, Amiga hätte ihn mit ihrer Vision vom Geldsegen durch Drogenverkauf schon in der Tasche. Chabal dagegen setzt auf traditionelle Werte. Und was hat die Religion je für dieses Land getan? Rhetorische Frage. Okay? Religion baut keine Straßen. Obwohl, eigentlich schon, wenn man Sklaven hat. Wir sollten eine Pyramide bauen, Leute. Das ist es. Wir gewinnen den Krieg, Sabal kommt an die Macht und Paganins Anhänger werden versklavt. Bam! Wir wären das achte Weltwunder. Ich rede von Touristen, die kommen, um unsere Pyramiden zu sehen. Klar müssten auch ein paar Menschenrechte verletzt werden, aber was soll's? Ich finde das total okay. Dann sind wir aber nicht besser als Paga und das ist der Fehler. Wow! Aufpassen, Mann! Wenn wir jetzt anfangen, dann die Royal Army zu versklaven. Nein, nein, nein. Es ist doch besser, dass Amita ein bisschen schaut, dass es mit dem Drogenhandel weitergeht, so dass die Infrastruktur stehen bleibt. Ah, schau an. Gleich mal wegreißen, das Drecksteil. So, 13 noch bis zu einer Belohnung. Wow, immer langsam. Junge, Junge. So, wo bin ich denn genau? Bin ich jetzt hier? Sind hier irgendwo die Honigdachse? Da drüben sind die Honigdachse. Bin falsch abgebogen. So gut. Wieder rein ins Auto. Nein, wir wollen keine Musik hören. Oh, Hirsche. Sehr schön. Und ein Händler. Hallo, ja. Keine Sorge, ich tu dir doch nichts. Moment, hier ist was da. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal gucken, was hier ist. Was ich hier noch nicht entdeckt habe. Hm? Ja. Scheint irgendwie so ein Häuschen zu sein oder so. Hallo, jemand zu Hause? Ein Steinmetzhäuschen. Ah, okay. Aber hier ist auch eine Höhle. Aha. So, so. Machen wir mal die Dinger hier kaputt. Jetzt können wir uns abseilen. Und abwärts. Wow. Richtige Höhle. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Scheint nur, dass hier wurden Fässer abgeliefert oder abgelagert sozusagen. Weißes Blatt. Wer ja reinfällt, kommt ja nicht mehr raus. Ohne Enterhaken. Deswegen ab nach oben wieder. Okay. Dann hätten wir das Geheimnis auch gelöst. Und nehmen mal das Auto. Wenn das hier schon so rumsteht, können wir das auch nehmen. Hier hört Robbie Ray Runner und ich wende mich jetzt mal direkt an Pagan. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschloch, gefickter Hurenficker, du! Oh. Du Pickfuck! Oh. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass man versagt hat, hä?
Und ich sage das jetzt nicht, weil ich von einer unbekannten Station sende, die du niemals finden wirst. Nein, ich sage das, weil jeder so denkt. Jeder weiß, dass wir dich holen werden und dass du verdammt nochmal verlierst. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass Karma eine Schlange ist und die Rache naht? Uns kaum erwarten, dich fallen zu sehen. Die Zeit ist reif und die Zeit ist nah. Er redet wohl über Pergament, ne? Die Zeit ist reif und die Zeit ist nah. Aber Robbie, wenn, dann hole ich ihn mir. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Haben wir denn hier... Ja, genau. Bomben wir uns mal gleich hier so eine Spritze rein. Okay. Was zum Teufel? Da oben geht's ab. Was zum Teufel? Verdammt, Feinde! Wir werden von Hunden angegriffen. Ja, ja. Sollen euch doch die Hunde zerfetzen. Ja, aber die nicht! Sehr gut gemacht. Alles okay, Leute? Ich denke doch, oder? Ah, was hast du denn dabei? Leg mich am Arsch. Ich brauche einen Drink. Ich dachte, wir wären tot. Kein Problem. Bitte für die Rettung. Wo auch immer jetzt ich... Hä? Hey, Bagalu. Muss ich mit dir reden, oder was? Nee. Ist hier irgendwo einer und hat irgendeine Information dabei oder so? Ich komme nicht klar. Wie kriege ich jetzt hier... Oh, ich fühle mich aufgeladen. Habe ich doch schon durchsucht. Ah, da ist er. Ah, danke für die Karma-Punkte. Und wir gehen weiter auf die Jagd. Mein Herz, es brennt. Verdammt. Ich bin noch in dem Gebiet. Noch nicht ganz. Was? Ich bin noch nicht ganz in dem Gebiet. Hier ist das Honigdachsgebiet. Okay. Habe ich einen Bogen dabei? Oh yeah. Ich kämpfe für Kyra. Finde ich schön. Hep. Woo. Okay. Hier sind sie irgendwo. Irgendwo hier sind sie. Jetzt bin ich im Honigdachsgebiet. Ja. Es fehlt mir nur einer. Und ich werde ihn finden. Was ist das da hinten? Da ist doch einer. Schau an. Nur nicht so nah ran. Sonst sieht er mich noch. Ja, erwischt! Mit einem Schuss. Jawohl, ja. Das letzte Fell. Danke. Gut, dann können wir jetzt ja schnell unser Ding hier herstellen, damit wir mehr Pfeile haben. Unseren Köcher und den Superköcher können wir auch gleich herstellen. Sehr gut. Und dann hätten wir jetzt eigentlich alles in diesem Gebiet geholt. Ja. Außer Schneeleopardenfell und das finden wir wahrscheinlich in Himalaya. Gut. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise wieder, nachdem wir hier Munition und alles gekauft haben. Machen wir jetzt gleich eine Schnellreise wieder zu Willys und machen die nächste Mission. Los geht's! Obwohl, Moment. Ah, nein. Die Festung muss ich noch einnehmen mit Snoop. Aber kommt noch. Okay, ab zu Willys. Er bringt uns wieder in die Berge. Ah. Andere Waffe. Die ist mir lieber. Yo, Willys! Wo bist du denn schon wieder? Achso, da. Hä? Ja, mach doch mal das weg. So. Neue Informationen? AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist er, mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Was zum Teufel ist denn das? Whisky? Der
Schmeiß sie nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken, die werde ich noch brauchen. Oh Mann! Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Was? Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht, noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Okay, Boss. Der zweite Stellvertreter muss sterben. Tod von oben. Wow. Akash-Tempel. Ich muss mir irgendwo ein Plätzchen suchen, wo ich landen kann mit dem Wingsuit. Es wird nicht einfach. Mit Anlauf sollte das gehen! Woo! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ein Heli! Ich muss wieder hoch. Und wieder runter und... Jetzt! Na, landen wir. Okay. Die Frage ist jetzt... Schneid ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Yuma wird die Botschaft verstehen. Hol es out. Natürlich, gib du immer schön deine Befehle, ich soll machen. In diesen Ruinen sind wahrscheinlich 1000 Stück, Mann. Erstmal einen Überblick. Sitzen hier oben aus. Und hier könnte ich hochklettern. Mich durchschleichen. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst dein Messer nehmen. Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen Sie die Leiche intakt? Oh, ich will dich nicht anlügen. Okay. Ich brauche die Leiche intakt. Ich muss erst mal rausfinden, wo der jetzt überall ist. Oder wo hier überhaupt einer ist. In dem Schneesturm sieht man ja gar nichts. Besser wäre es, wenn ich mit Pfeil und Bogen hätte. Habe ich noch einen Pfeil und Bogen dabei? Was? Was zum Teufel ist da los? Irgendein Tier greift um oder so. Aber so verraten sie sich wenigstens. So besser. Das Tier wurde erlegt. Junge, Junge, das sind ganz schön viele. Okay. Hallo, Freunde. Schon habe ich euch alle. Das sind schon einige. Unser Stellvertreter ist aber nicht dabei. Die Kiste scheint irgendwie oben zu sein oder so. Muss mal aufpassen. Okay. Ich muss ja nicht alle killen. Ich muss nur herausfinden, wo der Stellvertreter ist. Aufmesser habe ich 15 Stunden, das sollte reichen. Überraschung, mein Freund! Sehr schön. Gleich weg mit ihm. Gleich weg mit ihm.
schauen, ob ich hier auch Schneeleoparden finde. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich denke sogar, dass ein Schneeleopard hier angegriffen hat. Trotzdem muss ich herausfinden, wo der scheiß Stellvertreter ist. Ein Bär? Ja, ja. Ja, ja, ja. Berli, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist der Stellvertreter vielleicht irgendwo hier? Wenn ich irgendwo hoch oben sitze, könnte ich ihn befreien. Der Bär erledigt dann die andere. Wäre eine schlechte Idee. Beweise. Die anderen haben nichts mitgekriegt. Gut. Der Boss will Beweise. Welcher Boss denn? Oh Gott, nochmal. Ach, egal. Schön lächeln. Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Na, super. Genieß den Abstieg. Vielen Dank. Bist du dabei? Okay. Hier ist noch eine Kiste, die sollte ich vielleicht mitnehmen. Warum nicht? Was ist sie denn? Na, hier. Weihrauch. Ah, bringt bestimmt einen Haufen Kohle. Okay. Die anderen Vollidioten haben noch nicht mal gemerkt, dass sie hier einen Stellvertreter umgebracht haben. Okay. Auf geht's! Jawoll, ja! Oh oh, runter, 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 runter! Ach du Scheiße! Boah! Scheiße! Wir haben Raketenwerfer! Okay, okay. So viel zu dem Thema, genießt den Abstieg. Das sind auch wieder welche. Hallo! Oh, fuck! Oh! Ich höre einen Heli. Ich höre einen Heli. Das ist nicht gut. Da unten. Okay. Wow!
Oha! Wahnsinn! Was abgeht! Okay, ich glaube, ich muss runter. Ach nein, ich fliege oben drüber. Ja, Mann! Abwärts! Und ja! Fallschirm gezogen. Hey! Roter Rauch! Ja, und gelandet. Nichts wie weg hier. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Was? Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte. Frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Na, du Hurensohn! Verdammt!